Diese Folge von Bernds Fractal Mittwoch wird präsentiert von meinem Video-Intensivkurs zum ExoFix 3, FM3 und FM9. Lerne in 60 aufeinander aufbauenden Lektionen alles Wichtige, um das Maximale aus deinem Gerät herauszuholen. Link in der Beschreibung oder gehe zu gitarrenlehreronline.de/sp-gear-fractal-gen-3. Und jetzt zum Video. Drei Amps, die mit einer ST-Style-Gitarre geil klingen. Also ST-Style heißt Strat-Style-Gitarre. Ich darf nicht Strat sagen, weil das ist keine Fender Strat. Das hier ist eine Seal Guitars Custom Shop Gitarre. Zeig's mal näher hier. Ja, Kopfplatte. Mit der zeige ich dir das. Die ist ein bisschen speziell. Das ist eine sehr geile Strat. Die hat aber Noiseless Pickups drin, die natürlich ein kleines bisschen mehr Output dann haben. Aber die sind geil, die von Kinman hier. Und ich mag halt dieses Gebrummen nicht. Und die klingen schon Vintage-mäßig, aber natürlich klingen richtige Vintage-Pickups mehr Vintage-mäßig. Egal, es geht nicht um die Gitarre, es geht um die Amp-Models. Und wir fangen an mit dem Fender Deluxe. Dazu bauen wir die komplette Kette hier auf. In und out. Wir brauchen nicht so weit, deswegen machen wir hier Schluss. Ziehen den Faden. Amp 1. Cap. Wir brauchen ein bisschen Reverb. Und das war's schon. Mehr brauchen wir nicht. Wegbild weg. Wir stellen direkt den Reverb ein. Und zwar mache ich das mit meiner Library. BK Golden Plate Standard. Und schon ist es richtig eingestellt. Zur Library gibt es ein Video, kannst du dir angucken, auch hier auf dem G66-Channel. Cap. So, hier nehmen wir natürlich deiner Cap und wir haben einen Deluxe Speaker drin. Nehmen wir den Deluxe Tweet, den Deluxe Verb, nehmen wir den Deluxe Verb. Wir haben auch einen Vibrato-Lux, aber wir nehmen den Deluxe Verb hier. Und zwar nehmen wir den zweimal, damit wir schön mischen können zwischen einem SM57 auf der Seite und einem Benchen-Mikrofon genau in der Mitte. Das ist nämlich das, wie ich es immer mache. Und das klingt normalerweise auch ziemlich gut. So, jetzt gucken wir hier. Deluxe. Deluxe Verb Normal. Zack. Tone. So, dieser Amp im Original hat so gut wie keine Regler. Und das ist natürlich ein Segen, dass das hier genau simuliert wurde. Wir hören mal, wie das klingt in der Zwischenposition, in der Mark Knopfler Position und korrigieren von da aus. Wir gucken mal, was unser Leveler sagt. Ist okay oder gerade ein bisschen hoch. Ja, ist okay. So. Ich habe jetzt hier ein bisschen viel Bässe. Was ich jetzt zuerst mache, ich gehe zuerst mal in den Cap und gucke, ob ich nicht da ein bisschen doch zur Seite gehe oder das Mikro leiser mache hier. Und hier vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte gehe. Und schon ist weniger Bass drin. So, was kann ich noch machen, um den Bass ein bisschen wegzumachen? Eventuell mache ich einen High-Pass-Filter rein. Das heißt, ich drehe praktisch unten dem Speaker die Frequenzen weg. Das kannst du hier machen in Cap More. Du kannst das aber auch direkt im Preamp machen. Und ich mache es gern im Preamp, weil ich das dann für beide Mikros habe. Und sag dem, okay, lass alles, also blockiere alles unter 100, beziehungsweise halt fang an bei 100 zu blockieren. Und das fällt dann so eine kurvenmäßig ab. Das reicht jetzt schon mal. Und jetzt gucke ich, was ich im Amp noch mache. Wir haben hier Bass und Treble. Und erst jetzt gehe ich hin und drehe vielleicht den Bass ein bisschen zurück. Und Treble ein bisschen hoch, aber nur ein bisschen. Okay. Das wäre ein Clean Sound, der ist so ein bisschen Edge of Breakup. Wir können natürlich auch komplett clean fahren und den hier auf 2 machen und den Level hochdrehen, ja. Aber auf 5 hat er mir besser gefallen. Oder wir können natürlich auch voll aufdrehen.
und ein bisschen von diesem Fender Gain reinnehmen. Das hat manchmal obenrum so nicht so ganz so schöne Frequenzen. Und wie du das vermeiden kannst, dass die rauskommen, ist auch im Caplock komischerweise. Und da machst du einen High Cut, also einen Low Pass Filter. Und den setze ich hier mal bei 6000 an. Und wir hören mal, ja? Mit dem Filter. Und den machen wir ein bisschen extremer hier. Also das bestimmt, wie steil die Kurve ist. Nur, dass du dich nicht wunderst, ja? Ohne den High Cut und mit High Cut. Du musst bedenken, wenn du heute Aufnahmen hörst von diesen Amps. Früher waren die Mikros nicht so gut und die ganze Aufnahme, der ganze Aufnahmeprozess hat Höhen geschluckt. Und deswegen, die Amps, die klingen halt höhenlastiger, als du es vielleicht denkst. Und du musst das ein bisschen ausgleichen. Ja? Natürlich können wir auch hier hingehen und die Treble nochmal ein bisschen zurücknehmen. Aber das ändert eigentlich nichts an diesen hohen Britzelverzerrungen. Ja? Du kannst jetzt übrigens wunderbar mit dem Monoregler der Gitarre arbeiten und den Amp komplett clean machen. Oder halt meinen Monoregler-Trick machen, weil ich mag das nicht, an der Gitarre das zu regeln. Ich mache das viel lieber hier mit Volume Pan und programmiere das hier, ja. Du kannst dann verschiedene Channels legen und kannst praktisch verschiedene Verzerrgrade des Amps machen. Was du natürlich auch machen kannst, ist vorne noch ein Drive-Pedal dazu machen, aber dazu kommen wir heute nicht, weil wir haben noch zwei Amps vor uns. Okay, den speichern wir ab. Das ist der erste Amp und das ist unser Fender Deluxe. So, Volume Pan machen wir aus. Wir gehen jetzt auf die zweite Scene, gucken, dass der Reverb bleibt, der Cap-Block bleibt und der Amp-Block B ist. Und den Amp-Block nehmen wir jetzt auf den nächsten Amp und das ist ein AC20, ein Morgan AC20. Das ist praktisch eine Evolution eines Fox AC30. Von dem gibt es mehrere Geschmacksrichtungen. AC20. Wir fangen mal mit dem ersten an. Und jetzt gehen wir mal auf Default-Einstellung und hören mal die vier Variationen durch. Nehmen wir heute den EF86 Treble. Aber wir hatten ja eben schon ziemlich clean. Jetzt machen wir mal ein bisschen weniger clean und gehen mal hier im Gain hoch. Ich hätte gern so einen schönen, bluesigen Solo-Sound. So, wir gehen im Cap auch auf B, denn wir haben den AC20 Speaker hier drin. Und den nehmen wir jetzt. AC20. AC20. Wir lassen die Mikros stehen, wie sie sind. Zu leise insgesamt. Und du siehst jetzt hier, der AC20 hat wirklich extrem wenig Regler und der hat eigentlich nur ein High Cut. Kann man so einstellen, wie man das möchte. Und er hat auch einen Bright-Schalter. Ohne. Mit. Ja, das ist filigran. Ich mag es lieber ohne, tatsächlich. Und mach den dafür ein bisschen hier. Und da hast du einen wunderschönen Sound für so bluesy Lead-Sachen. Sensibel auf den Volumenregler. Volume
Ah, der ist so schön, der Sound. Ich will da gar nicht aufhören. Und auch hier siehst du wieder, was habe ich groß gemacht? Nix. Ich habe den M eingewählt und es klingt super, oder? Ja? Deswegen, ich verstehe immer nicht immer so, ja, das ist so kompliziert. Was war da dran kompliziert? Also wenn du dir die Tutorials von mir anguckst und das nachmachst, was ich mache, ja, dann ist nichts kompliziert am XFX. Okay? Ist einfach nicht. Das ist einfach schlechte Propaganda, die von der Konkurrenz betrieben wird. Es ist nicht kompliziert. Klar, du hast eine riesen Auswahl, aber ich zeig dir ja hier, was du auswählen musst, damit es geil klingt. Und ich stelle meistens das Gleiche ein. Also ich benutze von den Möglichkeiten vielleicht 5% oder so oder weniger. Ja. Aber es war hier komplett logisch. Ja. Ich habe den AC20 gewählt, weil ich weiß, der AC20 klingt geil. Ich habe einen AC40 hier in Original. Ist der Vorgänger davon. Dann weiß ich, es gibt die Box, weil ich die gesehen habe, als ich hier durchgesteppt habe. Also siehst du ja, AC20, was wird das wohl sein? Und dann habe ich einfach ein bisschen den Klang nach meinen Vorstellungen angeglichen. Gain ein bisschen hoch, High Cut ein bisschen hoch, that's it. Den Reverb stelle ich immer so ein. Ja? Vorher war es der London Plate, jetzt nehme ich den Gold Plate. 2 Sekunden, 13%, mehr verändere ich nicht. Fertig. Fertig und es klingt so. Okay, vielleicht, na? Also ich habe halt auch geübt, ne? Vielleicht liegt es auch da dran. War ein Spaß. Okay, nächster Amp. Da nehmen wir einen Marshall Plexi. Denn das haben viele gespielt. Viele von den alten Jungs haben Marshall Plexi gespielt. Da nehmen wir einen anderen Cap. Und zwar nehmen wir da den 1960 TV Cap. Auch zweimal. 1960 TV, zweimal. Einmal Ribbon auf die 12 und einmal SM57 an den Rand. Und das können wir dann so mischen, wie wir es brauchen. Und es gibt sehr viele Plexis hier drin. Findet ihr Plexi? Ja. Plexi. Und da gibt's, es gibt 1000 Variationen. Ja, das ist ein getunter hier zum Beispiel. Wir nehmen mal einfach Plexi 50 Watt Jumped. Okay? So, wie ich den normalerweise einstelle, Normal Gain lasse ich so, Treble Gain mache ich auf 8. Leise. Hier ist ein bisschen viel Presence drin und weißt du was, ich würde beim Cap jetzt hingehen oder im Preamp und mir einen schönen Highcut einbauen. Mir pritzelt es obenrum zu viel. Und den auch schön auf 18 dB. Ja, und schon klingt's. Ich habe so gut wie nichts gemacht. Auch hier wieder. So, jetzt wird oft gesagt, dass man den Plexi mit einem Treble Booster geboostet hat. Das würde ich ehrlich gesagt nicht machen, da der Plexi schon ein brillanter Amp ist. Ich würde ihn boosten mit was anderem und zwar entweder mit einem Tube Screamer oder meinem Favorit, dem Klon. Aber wir machen jetzt hier auf jeden Fall mal ein Drive Pedal rein, dass wir das auch einmal haben. Nur zum Boosten, ja? Und jetzt nehme ich hier, also Red wurde natürlich auch oft verwendet. Das Red musst du dann aber so einstellen, dass es vom Filter her nicht zu viel Höhe durchlässt. Ich mag den Red nicht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir nehmen direkt was anderes. Ich mag den Clone Centaur. Gain ganz weit runter. Nicht ganz runter, weil sonst hast du die Dioden nicht mit drin. Und den Treble ein bisschen runter. Dann blase ich den an. Und dann habe ich den jetzt auch.
zeige ich dir noch einen Trick. Wir nehmen zwar den Plexi, wir machen den Plexi aber nur auf Normal Gain, Treble Gain komplett weg. Noch ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen dazu hier nochmal, damit er nicht so klingt. Jetzt nur ein ganz kleines bisschen zurückzudrehen den Volumenregler und hast du komplett clean. So, und jetzt gehen wir auf den Drive und wir nehmen jetzt muss ich kurz gucken, wie der heißt. Der ist nämlich neu. Sunrise Splendor. Das ist eine Bluesbreaker-Simulation von JHS. Das ist im Prinzip das Morning Glory Pedal. Und den mach ich jetzt hier rein. Und hör mal. Okay, und das war der dritte Amp, der Marshall Plexi. Und so hast du drei geile Amps für die Strat. Das war's zu diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Zweimal Daumen nach unten, wenn es dir nicht gefallen hat. Kanal abonnieren, also den von G66 und am besten auch meinen, @BerndKills. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.